Ich bitte nun Herrn Gerhard Macher von GHD und die Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe Niederösterreich, Frau Sibylle Rasinger, zu mir auf die Bühne. Nur den Check von GHD dabei für die Krebshilfe Niederösterreich und bitte uns zu erklären, um welche Summe es sich handelt und durch welche Aktion über den Sommer gesammelt wurde. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend und zwei Worte. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Wir dürfen das zweite Mal mit dabei sein beim dritten dieser großartigen Veranstaltung. Tolle Künstler und vor allem der Yvonne möchte ich danken, dass sie uns die Möglichkeit gibt. Ich danke unserem Team und unseren Kunden. Unsere Kunden, vielleicht ganz kurz die Mechanik ist, unsere, denke ich doch, fantastische Unternehmung hat die Möglichkeit, tolle Produkte zu verkaufen. Es ist eine Möglichkeit, die wir nutzen. Und diese Produkte sammeln Geld. Und das machen wir im Sommer in den Monaten Juli, August. Sammeln wir pro verkauften Gerät 5 Euro von unseren Kunden, von unseren Endkunden und 5 Euro geben wir dann on top dazu. Dann kommt eine kleine Summe zusammen und die ist aber sehr bescheiden, weil wenn ich mir anschaue, was da alles geleistet wird innerhalb des Teams von Yvonne, dann sind wir, wie gesagt, ein kleiner heißer Tropfen. Jetzt gibt es auch heiße Tropfen höher am Stein. Bevor wir das jetzt sagen, ich möchte noch dazu sagen, es wird ja niemand in die Pflicht genommen, etwas Gutes zu tun. Also wenn Sie sich jetzt entscheiden, das zu tun, dann müssen Sie es nicht kleiner machen, als es ist. Denn jeder, der auch nur einen Cent spendet oder einen Euro oder sich überlegt, dass er über den Sommer eine Organisation oder eine Aktion startet, sollte mit Applaus bedient werden und dann sollte stolz sagen, das haben wir gesammelt, egal wie hoch die Summe ist. Ja, natürlich sind wir stolz und ich darf es jetzt herzeigen, symbolisch, es sind 5.000 Euro, die hier zusammengekommen sind. Es ist wirklich ganz toll, Krebshilfe Niederösterreich. Also wir kriegen wirklich keine öffentliche Unterstützung. Wir leben nur von Spenden und das ist überhaupt keine kleine Summe. Und wir danken wirklich ganz, ganz herzlich. Und ich habe die Summe ja schon vor, aber sie wurde mir schon verraten, weil ich wollte mich natürlich bedanken und möchte Ihnen auch. Ich halte es jetzt mal fest. Dankeschön. So, jetzt stelle ich mal. So, das machen wir. Ich möchte Ihnen gerne Dankeschön. Sehr nett, vielen herzlichen Dank und nicht dafür danken. Dankeschön. Und ich möchte auch, weil ich es mit habe, Yvonne, kommst du bitte ganz kurz her. Ich weiß, es steht nicht im Programm und es ist auch nicht geplant, aber ihr seid wirklich auch so ein Wahnsinn und ich habe dir noch nie irgendwie so eine Urkunde gegeben, weil es nie im Programm ist und ich dann nie dazukomme. Aber ich mache das jetzt gleich, wenn ich auf der Bühne bin. Und es ist für den Ball vom vorigen Jahr, es war der zweite Dancing in Cancer, das war ein voriges Jahr mit insgesamt Spenden von 16.610,18 €. Herzliches Dankeschön. Herr Machen, danke. Vielen Dank. Großartige Unterstützung und eine ganz. Nehmen wir den Check nochmal für ein Foto dazu, Sekunde. Jetzt habe ich den gerade schon festgestellt. Ich muss die Requisiten immer gut verpacken. Vielen Dank, ein Riesenapplaus. Eine tolle Summe. Sie sehen, es ist wirklich, es kommt alles zusammen und wenn man dann hört, dass man rein mit Spendenmitteln, mit freiwilligen Mitteln nur überhaupt Hilfe leisten kann, dann ist eigentlich alles, was gegeben wird, willkommen und dann gibt es keine kleinen Summen, sondern nur eine weitere wundervolle Größe.
So.